Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein PvP-Mount aus Nasjatar. Und zwar sitze ich da schon drauf. Das ist dieses schicke Seepferdchen, das ja dasselbe Model ist wie quasi Fabius auch schon, bloß hier in einem bisschen düsteren, dunkleren Ton gehalten. Und ich finde es ganz cool vom Aussehen, wobei ich muss sagen, Fabius gefällt mir ein Stücken besser. Die Farbvariante ist da ein Stücken hübscher. Wie heißt das Viech? Und zwar tintengeschuppter Tiefensucher. Und dieses erhalten wir, wenn wir uns hier in der Schlacht von Nasjatar aufhalten. Diese kommt alle 3 Stunden, heißt um 0 Uhr, um 3 Uhr, um 6 Uhr, um 9 Uhr, um 12 Uhr, um 15 Uhr, um 18 Uhr, um 21 Uhr und dann wieder um 0 Uhr. Dort haben wir die Schlachten, da fangen sie an und grundsätzlich geht die Schlacht prinzipiell 45 Minuten. Wenn ihr so eine Schlacht dann gewinnt oder verliert, das macht ihr dadurch, dass ihr hier quasi diese Punkte nach oben spielt, je nachdem ob eure Fraktion oder die gegnerische Fraktion den Balken komplett füllen kann, gewinnt ihr oder die gegnerische Fraktion. Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr 2 Marken, beziehungsweise jetzt irgendwie seit dem zweiten, dritten Tag haben sie das erhöht, das kriegst du irgendwie 4 Marken. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Man bekommt immer die Belohnung 2-mal. Und wenn man gewinnt, hat man erst immer 5 Marken bekommen und jetzt quasi sind es auch das doppelte 10 Marken. Dementsprechend habe ich hier 15 Wins gemacht und hatte mein Mount, denn das Mount kostet 150 Marken und ist hier beim PvP-Händler kaufbar. Hier haben wir es, 150 Marken. Man kann sich für die Dinger noch andere Geschichten holen. Einmal hier die Toys gibt es hier und Pets und auch so eine Aufwertung für den Hals einmal. Was muss man jetzt genau machen? Also wie gesagt, alle 3 Stunden ist die Schlacht. Ihr müsst den Wormut anschalten, sonst seht ihr die Schlacht nicht. Und dann habt ihr hier diese Türme. Die Türme müssen von eurer Fraktion eingenommen werden. Das macht ihr, indem ihr hinlauft. Geht genauso wie in der Schlacht in Wald von Teroka in Burning Crusade. Einfach mit eurer Fraktion dran stehen. Wenn ihr mehr seid als die andere Fraktion, dann nehmt ihr den langsam ein. Und wenn ihr ihn eingenommen habt, kriegt ihr stetig Punkte. Ist ähnlich wie Marathi-Becken. Heißt, ihr wollt eigentlich gucken, dass ihr hier in der Schlacht gewinnt, dass ihr 10 Münzen kriegt. Stand jetzt, können auch wieder 5 werden, vielleicht fixt Blizzard das. Und nicht 2 bzw. 4 Münzen, wie es im Moment der Fall ist. Heißt, ihr schaut, dass ihr immer in eine Win-Instanz kommt. Ihr könnt nämlich hier einfach im Tool nach Battle for Nasjatar suchen und joint dann am besten einem Win-Team rein. Nicht so wie ich gerade, ich bin gerade im Loose-BG und dementsprechend solltet ihr einfach so lange rumhoppen, bis eure Fraktion quasi am Gewinnen ist und da das Ganze abschließen. Wichtig ist, ihr könnt nicht nur reinjoinen und dann einfach warten, bis ihr gewinnt oder an dem Turm warten, sondern ihr müsst einen Hordenspieler oder wenn ihr Horde seid, einen Allianzspieler töten. Ganz wichtig, denn am Anfang habt ihr hier einen Buff, der sagt einfach nur, ihr seid in der Schlacht drin. Und sobald ihr einen getötet habt oder dabei standet in der Nähe, der kann auch relativ weit weg sein und von eurem Gruppenmitglied gekillt worden sein, dann bekommt ihr hier einen anderen Buff und der heißt für die Belohnung qualifiziert und dann kriegt ihr auch Loot. Also ihr seht, dass wenn dieses Goldsymbol da ist, alles supi, dann kriegt ihr Loot, wenn ihr gewinnt oder verliert. Wenn das nicht da ist, kriegt ihr gar nichts am Ende. Heißt, ihr müsst auf jeden Fall wen töten. Es gibt Server, wo ihr reinjoint, da sieht es gut aus, eure Fraktion kurz vorm Gewinnen, super toll. Und dann merkt ihr aber, kacke, ich habe den Buff nicht. Dann gewinnt zwar die Fraktion, aber ihr seid nicht für Loot berechtigt, weil da keiner von der griechischen Fraktion rumhampelt. Deswegen muss man da ein bisschen gucken. Mehr ist es eigentlich nicht, ja. Muss dann halt alle 3 Stunden hier ein bisschen dran denken. So eine kleine Info. Was ihr nicht machen könnt, ihr könnt nicht von Server zu Server hoppen und immer wieder gewinnen, weil die sind ja unterschiedlich, die Timer hier, wie viel ihr gesammelt habt. Denn sobald ihr einmal gewonnen habt, kriegt ihr einen Debuff, der für 1 Stunde drauf ist, dass ihr nicht nochmal die Endbelohnung bekommen könnt. Und da die Schlachten alle eigentlich immer gleich anfangen, fallt ihr da raus. Komischerweise bin ich jetzt in einer, wo es, glaube ich, von der Sprachregion in anderer andere Zeittaktung hat. Deswegen läuft die Schlacht immer noch, weil im Normalfall läuft die eigentlich 45 Minuten lang ab, in dem Fall jetzt 15 Uhr. Jetzt bin ich in eine rein, die irgendwie ein
gewiss andere Zeittaktung hat. Vielleicht liegt das auch an der Zeit von einem, also an der Serverzeit von einem anderen Server, der vielleicht jetzt eher im osteuropäischen Raum angesiedelt ist. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf den deutschen Servern beginnen sie eigentlich immer in diesem 3-Stunden-Takt ab 15 Uhr. Genau, das war's soweit vom Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.